Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Eine Entdeckung von Caroline Streckmann. General Greene saß über eine Karte gebeugt an einem wackeligen Tisch. Die Zeltwände um ihn herum flatterten leicht im Wind. Es kühlte am Abend inzwischen schnell ab, auch wenn die Hitze des Tages ihm noch in den Knochen steckte. Greene war nicht alleine im Zelt. Zwei seiner Offiziere waren bei ihm. Er hatte sie zu sich gerufen, um ihre Einschätzung zu hören. Der größere der beiden, ein Mann, der schon seit einigen Jahren unter dem General diente, tippte auf eine Stelle auf der Karte. »Von hier kam das letzte Signal, das wir von Ihnen erhalten haben. Danach ist die Verbindung abgebrochen. Die Stelle liegt mitten im Nirgendwo. Keine Chance, Einsicht zu bekommen. Wir können nicht sagen, was da passiert ist.« Der kleinere Offizier verlagerte das Gewicht von einer Seite auf die andere. Er wirkte unruhig. Greene teilte seine Empfindung. Auch er wollte dieses Gespräch nicht führen, ein Gespräch, von dem im Grunde genommen alle Beteiligten von Beginn an wussten, wie es enden würde. »Die einzige Chance, die wir hätten«, sagte der Kleinere mit dem Blick auf die Karte, »wäre, eine Truppe dorthin zu schicken, damit sie schauen können, was passiert ist. Aber das ist zu gefährlich. Wir wissen, dass dieses Gebiet von den Feinden kontrolliert wird. Wenn wir noch mehr Männer da reinschicken, verschwinden sie wahrscheinlich genauso wie die ersten.« »Dann werden wir nie erfahren, was passiert ist«, erwiderte der größere Offizier. »Warum sind die Männer überhaupt in das Gebiet gefahren?« General Greene hatte sich aufgerichtet. Er kannte die Lage des Gebiets, das die Karte zeigte. Es brachte nichts weiter, auf das schmutzige Papier zu starren. Das würde ihm den Status seiner Männer auch nicht verraten können. »Sie hatten wohl einen Tipp bekommen, dass dort in der Nähe etwas Wichtiges vor sich gehe«, antwortete der Kleinere. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie können nicht einfach losfahren auf eigene Faust. Aber eine halbe Stunde später, als ich wieder mit den Männern sprechen wollte, waren sie weg.« »Und warum sind Sie dann nicht direkt zu mir gekommen?« »Es tut mir leid, General. Sie waren noch in der Besprechung mit der Ministerin. Als ich mitbekam, dass das Gespräch vorbei war, bin ich gleich zu Ihnen gekommen.« Greene nickte. Es hatte ohnehin keinen Sinn, jetzt auf Details der Vergangenheit rumzureiten, die sie nicht weiterbrachten. »Nun gut«, sagte er schließlich. »Ich danke Ihnen beiden für Ihr Kommen und Ihre Einschätzung. Ich fürchte...« Greene zog ein weißes Taschentuch hervor und tupfte sich damit die Stirn ab, obwohl die Sonne nicht mehr schweißtreibend war. »Es wäre zu gefährlich, direkt in dem Gebiet zu suchen, in dem die Männer verschwunden sind. Es bringt nichts, wenn sich noch mehr Männer in Gefahr begeben. Aber wir schicken einen Trupp aus, der die Umgebung absuchen soll. Vielleicht gibt es irgendwelche Spuren. Dann sehen wir weiter.« Der General sah, dass die Anweisung dem größeren Offizier nicht behagte. Doch wie der Kleinere nickte er, rollte dann die Karte zusammen und folgte seinem Kollegen aus dem Zelt heraus. Greene wollte sich gerade auf einen Stuhl sinken lassen, den er in eine Ecke gestellt hatte, als er draußen einen Tumult hörte. Er folgte den beiden Offizieren nach draußen. Eine Woge der Erleichterung überkam ihn. So schnell konnten sich Sorgen in Luft auflösen. Doch er wollte die Männer, die gerade auf einem klapprigen Range Rover ins Lager gefahren waren, am liebsten auf der Stelle suspendieren. Die Männer kamen direkt auf ihn zu. Das überraschte den General. Ihre Gesichter waren kreidebleich. Einer von ihnen lief seinen Kameraden mit offenem Mund hinterher. Keiner von ihnen schien verletzt zu sein. General Greene fragte sich, wo sie gewesen waren und was sie gesehen hatten. Die Antwort bekam er kurze Zeit später, als die Männer um eine private Unterredung mit dem General baten. Greene konnte einfach nicht glauben, was er da zu hören bekam. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf. General Greene war in einem merkwürdigen Zustand.
Ein Teil von ihm sehnte sich nach seinem quietschenden Feldbett zurück, auf dem er den größten Teil der Nacht wachgelegen hatte. Ein anderer Teil fühlte sich, als wäre er wieder ein kleiner Junge am Weihnachtsmorgen. Die Aufregung war kaum auszuhalten. Konnte es wahr sein? Konnten seine Männer es tatsächlich gefunden haben? Es schien einfach nicht möglich. Aber warum sollten sie ihn anlügen? Sie fuhren mehr als 2 Stunden in der wilden Ödnis. Greene fragte sich, ob die Männer den Weg überhaupt noch kannten. Sie hatten sich gestern verfahren, waren von der Straße abgekommen, als sie feindlichen Truppen ausweichen mussten. So hatten sie es ihm erzählt. Allein dadurch hatten sie finden können, was er in Kürze mit eigenen Augen sehen würde. Sein Zorn auf die Männer, die ohne Erlaubnis in feindliches Gebiet aufgebrochen waren, hatte sich am Abend zuvor schnell verflüchtigt, als ihm die Tragweite ihres Fehlverhaltens bewusst wurde. Ohne ihre Dickköpfigkeit hätten sie es vielleicht nie gefunden. So lange waren sie bereits hier in dieser trostlosen Gegend, verwickelt in einen Kampf, den keiner von ihnen gewollt hatte. Greene konnte es niemandem gegenüber zugeben, aber er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg endlich vorbei war. Mit müden Augen suchte er die Landschaft um sich herum ab. Nichts deutete darauf hin, dass hier in der Nähe etwas Besonderes lag. »Es ist nicht mehr weit, General!« Der Mann, der gesprochen hatte, war derjenige, der ihm am Abend zuvor Bericht erstattet hatte. Natürlich hatten seine Kameraden immer wieder reingeredet. Sie waren erpicht darauf, dass ihr General auch ja nicht vergaß, dass sie ebenso an der Entdeckung beteiligt waren. Sie fuhren um einen Berghang herum, der zu ihrer rechten Seite aufragte. Greene konnte die Straße vor sich sehen. Sein Herz begann, seinen Rhythmus zu erhöhen, wie ein Läufer, der langsam in den Sprint übergeht. Vor sich sah er eine Gruppe junger, frischer Bäume. Sie sahen viel lebendiger aus als die Vegetation, die man sonst in der Gegend fand. Ihre Kronen leuchteten smaragdgrün im Schein der Vormittagssonne, nicht braun und ausgedörrt wie die mickrigen Pflanzen in ihrem Lager. Ihre Stämme waren dick und kräftig. Umringt wurden die Bäume von einer ganzen Reihe Gebüsche und kleiner Pflanzen am Erdboden. Alles blühte. Nach so vielen Jahren in dieser Ödnis war der General geradezu erschlagen von der Farbenpracht vor sich. Er wusste nun, dass die Männer die Wahrheit gesagt haben mussten. Sein Herz war im Sprint angekommen. So schnell es konnte, schlug es auf und ab in seiner Brust. Sein Magen zog sich vor Aufregung zusammen, stärker noch als damals am Weihnachtsmorgen. Stocksteif saß Greene da. Er wusste, wenn er sich nur ein wenig rühren würde, könnte man das Zittern sehen, das seinen ganzen Körper erfasst hatte. Der Wagen hielt an. Greene zwang seine Beine, sich zu bewegen. Langsam. Wie in Zeitlupe stieg er aus und lief auf die Baumgruppe zu. Er konnte nicht erwarten, zu sehen, was dahinter lag. Und doch war er wie gelähmt. Die Soldaten ermutigten ihn, mit ihnen zu kommen. Er sah ein Funkeln in ihren Augen und wusste, dass es sich in seinen Augen widerspiegeln musste. Einige von ihnen rannten vor, ganz ungeduldig, ihre sagenhafte Entdeckung wiederzusehen. Der General folgte seinen Männern durch die frischen Bäume hindurch. Dann sah er es. Vor Ehrfurcht fiel er auf die Knie. Ein Schluchzer entfuhr seiner Kehle und er kümmerte sich nicht um die Tränen, die in seine Augen aufstiegen. Sein Unterkiefer klappte nach unten. Die Augen waren weit. General Greene konnte kaum fassen, was er da vor sich sah. Auf welchen unbezahlbaren Schatz seine Männer gestoßen waren. Er starrte ihn in seiner ganzen Pracht an und weinte ganz ungeniert. Es war überwältigend. Sie hatten Frieden gefunden. Das war Eine Entdeckung von Caroline Streckmann. Musik.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.